Wir spielen Anno 1800 Land der Löwen und haben einiges noch vor uns. Wir haben eben die Stadt ausgebaut und ausgebaut. Wir sind in Taboriman. Ausgebaut und ausgebaut, aber nicht dafür gesorgt, dass neue Waren hier hinkommen. Nur dafür gesorgt, dass hier mehr Menschen leben könnten. Danach habe ich das Spiel im Hintergrund weiterlaufen lassen und inmitten des Twitch-Streams knapp 300 Zuschauer, jeden einzelnen von euch ein Hallihallo. An einem Samstagabend, wie immer. Anno Samstag. Anno Samstagabend mit WB. Immer im Winter ab 18 Uhr bis in die Nacht hinein. Dieses Wochenende ist sogar bei einem Doppelstream. Danach auf YouTube. Euch alle liebe Grüße. Ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht. Ich habe die Leute zugeschnackt. Die Co-Moderatorinnen haben auch zwischendurch ein Schwätzchen gehalten mit dem Chat. Das sind Kiberfox und Doc Franzi heute. Hi! Hallihallo. Hallöchen. Und wir müssen mal gucken, was ist in der Zwischenzeit passiert, während WB nur das Spiel hat weiterlaufen lassen? Brennt es in der Stadt? Nein. Herrscht ein Krieg? Nein. Geht's irgendwie gut? Anscheinend. Wie sieht's aus mit der Produktion? Wie sieht's aus? Haben wir in Taborima alles, was wir brauchen an Konsumgütern? Es wäre ein Wunder, wenn ja. Hibiskustee. Wird aber, glaube ich, importiert. Deshalb, der grüne Balken ist der, den wir vor Ort produzieren, der blaue ist der, den wir vor Ort nachfragen. Manche Güter importieren wir, wie Brillen aus der alten Welt. Da gibt es halt nichts grün und nur blau. Hibiskustee wird, glaube ich, auch importiert. Deshalb sollte uns das hier nicht schröcken. Meeresfrüchte-Eintopf wird auch importiert. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen haben wir noch Glück. Wir sollten testen, checken die Keramik und Hibiskustee. Solange wir nehmen mal die Inseln, die wir schon besiedelt haben. Das sind die hier. Also die wir nicht nur besiedelt haben, wie hier. Also die, wo wir nicht nur ein Konto hingesetzt haben, sondern wo wir auch wirklich richtig gesiedelt haben. Manche haben wir noch gar nicht richtig ausgebaut und denen noch gar nicht einen neuen Namen gegeben. Ja. Süße Würze. Da ist doch fast nichts. Aber ich glaube, das ist okay hier. Hibiskustee scheint genug da zu sein. Rest auch. Lassen wir mal so weiterlaufen. Ich glaube, es sieht ganz okay aus. Es sieht ganz okay aus. Kann man mitarbeiten. Wandteppiche werden importiert. Scheint so zu sein, dass wir Glück hatten. Hibiskustee wird, glaube ich, hier hingebracht. Sollte allerdings auch für mehrere Inseln von hier aus weiterverteilt werden. Blick auf die Handelsrouten. Und einen Blick auf den Hibiskus. Hier wird er hergestellt. African Trade. Da wird er hingebracht nach Eye of Africa. Die Insel muss mitversorgt werden. Dann wird hier Hibiskustee nach Taborima gebracht von Kneif mich aus. Und ich glaube aus sehr großen Mengen. Ich glaube aus sehr, sehr viel. Und dann haben wir hier noch, da wird Hibiskustee rübergebracht nach Plattfußfluss. Da braucht man demnächst mehr. Aber solange das zentrale Verteillager in Taborime voll ist, sollte eigentlich alles passen. Und das ist ja voll, guckt mal. Es ist alles gut. Und hier gibt es, glaube ich, auch genug auf der Insel, der einen Insel, die beliefert wird, in Eye of Africa. Alles gut. Alles okay, können wir mitarbeiten. Ein bisschen automatischen Verkauf anheizen. Alles okay. Schaut mal, unser Plus 4, fast 74.000 hier laufend. Das ist okay, da kann man mitarbeiten. Zeitung auch okay. Warnungen keine, Expeditionen ignorieren wir im Moment. Wir haben ja eine Hütte nach der anderen gebaut, aber es sieht okay aus. Sieht okay aus. Warum hat man das Ganze nochmal ausgebaut? Weil wir irgendwas brauchten und das hier unten auch schon hingesetzt hatten, nämlich Industrien, Leinenwebereien. Und was wir noch zu Ende checken müssen, wir haben die Produktionskette nicht komplett ausgebaut. Wir haben von der zweiten und dritten Stufe haben wir die Gebäude gebaut. Die Stickereien haben wir errichtet und die Leinenwebereien. Und wir haben sogar eine Leinenweberei zu viel gesetzt. Jetzt müssten wir noch gucken, ob genug Flachs da ist. Wir setzen noch weiter.
Wie voll ist das Gewänderlager hier? Nicht voll. Wir brauchen dafür noch weitere. Zwei weitere. Damit er stimmt. Nee, stimmt doch. Verhältnis 1, 2 Stickereien auf eine Leinenweberei. Wir haben 4 Leinenwebereien, also brauchen wir 8 Stickereien. Die jeweils 40 Hirten. Das heißt, 2 weitere Stickereien müssen wir bauen. Machen wir. Die passen doch. Wo passen die denn noch hin? Nirgendwo. Da würden welche hinpassen, aber da machen wir was anderes. Dann verändern wir die Straße hier einfach. Das machen wir wie folgt. Das ziehen wir hier runter. Dann reißen wir das hier ab. Dann reißen wir das hier ab. Dann machen wir das hier noch ein bisschen größer. Dann kommt das hier weg. Und dann. Prachtgewänder, 2 weitere Stickereien, Nummer 1. Und das geht nicht, weil das hier zu viel Platz wegnimmt. Jetzt bringen wir die Leinenweberei nach hier unten. Das ist die Stickerei. Nicht top gebaut, aber kann man so lassen. Wir könnten hier noch ein weiteres Lagerhaus hinsetzen, das werden wir in Kürze brauchen. Gucken, ob hier ein Lagerhaus hinpasst. Ja, das ist gut. So machen wir das. Eins hier hin, Straße dazwischen. Ja, perfekt. Und hier kann man sogar vielleicht sogar noch ein paar dickere Brummer einsetzen. Eins, zwei. Eins hier hin. Eins hierhin. Passt nicht! Aber da kann man dran arbeiten. Straße hier lang gezogen. Ja, geht doch. Hierhin. Dann hier. Straße lang gezogen. Bis hierhin. Weggemacht, ja. Hier hin. So. So. Hier noch ein bisschen mehr Platz. Und dann haben wir hier mehr geschaffen. So, jetzt haben wir 8 Stickereien. Wir haben 4 Leinenwebereien. Alles gut. Jetzt checken wir noch, ob wir genug Flachs haben. Wie sieht's aus mit dem Flachs? Mal gucken, ob das okay ist. Einmal Flachs-Check, bitte. Leinsamen. Das ist Teff. Das ist was anderes. Und wir haben hier... Reicht nicht aus. Vorne und hinten nicht. Peinlich. Wir checken, haben wir hier, hatten wir hier Öl? Hatten wir einen Ölhafen gebaut? Die brauchen doch Leinen hier, ne? Da habe ich was durcheinander. Die brauchen Leinsamen. Hatten wir die Farmen mit Öl versorgt? Haben wir hier einen Ölhafen? Wir haben keine, ne? Wir haben keinen Ölhafen hier. Was ist das da hinten? Das ist, nee, das sind alles so komische Depots nur. Kein Ölhafen. Wir könnten natürlich den Flachs, ich glaube, von hier importieren. In Eye of Africa. Da ist ja genug Platz. Wir könnten auch sagen, wir bringen von hier noch ein bisschen Flachs rüber. Weil hier ist das Öl. Dann können wir hier Traktoren nutzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Wir können natürlich die Insel hier auch einfach mit Flachs vor Ort. Wir haben ja noch genug Platz. Die Lücken hier noch weiter füllen. Auf Dauer bringen wir sowieso Öl hin. Wir fangen hier mal an. Haben wir eine Route im Augenblick, die Flachs, die Teff, entschuldigt, Teff. Teff und Leinsamen, genau, die Teff, Moment, Augenblick. Eine Route, hier wird Öl, da kommt Leinsamen hin, genau.
Haben wir im Augenblick eine Leinsamenrute? Ich denke keine. Wir haben keine. Das heißt, wir müssen dann extra auch hier das immer hin und her bringen. Wo kann man denn Leinsamen sonst anbauen? Hier kann man Leinsamen anbauen. Chef, also Flachs. Hier nicht. Lass uns das hier machen. So. Das hier hatten wir ja stillgelegt. Wir hatten gesagt, wir brauchen kein Lehm hier, den importieren wir aus der neuen Welt. Das heißt, wir können das hier abreißen und können auch hier die Wasserversorgung stattdessen anschließen. Dann haben wir richtig viel Platz. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Das heißt, das hier wird einmal abgerissen. Und dann setzen wir hier stattdessen hin noch eine Wasserpumpe. Dann kann man das hier hinten versorgen und können vor allem auch hier von hier rüber bauen, hier hin und das ja noch verlängern. Wir können ja zwei von diesen Wassergräben miteinander verbinden, dann haben die eine gemeinsame Reichweite. Da kann das eine einen kleineren Teil versorgen, das andere entsprechend ein etwas größeres noch. Ich werfe andauernd Leinsamen, Teffe und Flachs durcheinander. Also Flachs baut mal an und gewinnt daraus Leinsamen und Teffe ist ein Kapitel für sich. Gott, wie furchtbar. Was für ein Stress. Also. Öl ist überall. Wir hatten Tankhöfe gebaut. Und zwar wo? Hier ist ein Tankhof, ne? Das ist ein Tankhof. Sehr schön. Das können wir hier nutzen. Das ist die Sanga-Farm. Dann bauen wir hier ein bisschen was an. Flachs. Das wird nicht klappen. Ich glaube, da hatten wir schon mal rumgepuzzelt. Die Farmen sind zu groß, ne? Ich setze mal eine testweise mal kurz hier hin. Schaut euch das mal an. Nur 96 Felder. Aber mit Tank, mit Traktorscheune sind es, glaube ich, mehr. Mhm. Wir machen das mal testweise. Einmal hier hin. Wie lösen wir das? Wir ziehen eine Straße hier rüber. Reißen die hier mal ab. Testweise. Hinsetzen direkt daneben. Das ist doch Quatsch hier. So. Hier hin. Können wir nämlich nachher die Traktorscheune hier unten hinsetzen. Im Blaupausenmodus hier. Ziehen wir 144. Mal gucken, ob das reicht. Ob das gut geht. In die Lücken rein. Für diejenigen von euch, die Anno 1800 und Land der Löwen auch gerne spielen, aber das noch nicht rausbekommen haben, ich hatte anfangs auch immer hier gepuzzelt und Feld für Feld einzeln auf die grünen Felder gesetzt. Es gibt eine Option in der Einstellung, da klickt man drauf und dann kann man einfach so auf gut Glück alles ziehen und dann werden die Felder nur dort gebaut, wo auch grün ist. Dann muss man nicht Feld für Feld immer machen. Oh, es klappt gut, Leute. Sehr schön. Fein. Klasse. Sehr schön. Perfekt. Also, Leute, habe ich ein Auge oder habe ich ein Auge? Schaut euch das mal an. Hab ich geschätzt.
Ich will dir jetzt nicht Fishing for Compliments machen, aber jetzt mal, ich will jetzt auch nicht einen auf unbescheiden machen, aber wollt ihr mich nicht ein bisschen feiern? Das hab ich gesehen, dass genau hier die Straße hin muss. Kieberfox, bist du beeindruckt von mir? Ziemlich, und wenn du es dann noch baust und nicht nur Blaupause hast, erst recht. Kann das so gedruckt werden? Ach komm, Stress, Captain Kieber disst mich wie immer, Zeitung muss gemacht werden. Zack, alles fertig. Ist das nicht cool? Oh, wir hätten die... Genau, ich finde das genial. Ein Blick in die Zeitung. Ich wette, in der Zeitung werde ich wenigstens gefeiert. Nämlich Captain Kieber schon nicht feiert, wenigstens die Zeitung, oder? Komm schon, Vishaya, du alter Knochen. Setz dich in Bewegung. Ach, wir wollten noch Quests annehmen für Enhalor. Schau mal, die brauchen wir wirklich ganz dringend. Geschenke? Soll man ein Kompliment riskieren? Wenn es schief geht, dann sind wir wieder unter den 30. Wir haben nämlich noch wenige Minütchen an Nicht-Angriffspakt. Weiß jemand im Chat? Nicht wissen, also nicht glauben, vermuten, und ich tue so, als wüsste ich es, aber weiß es eigentlich nicht, aber will was sagen, weil WB Hilfe braucht. Weiß jemand im Chat, ab wie viel man realistischerweise einen Nicht-Angriffspakt auch bekommt? Also, dass es wirklich klappt. Man klickt den an und es, man versucht es nicht nur auf gut Glück, sondern es klappt. Wie viele Punkte braucht man? Einer, die lebt, um zu sterben. Wer weiß das? Doc Franzi, weißt du das? Nö, ich weiß nur, dass es draußen kalt ist. Das ist meine wertvolle Hilfe. Danke dir, Doc Franzi, für diesen wichtigen Hinweis. Captain Kieber, weißt du es? Nein, tut mir leid, weiß ich auch nicht. Danke für eure Stütze. Wer weiß es im Chat? Videogame Mystery? Nein, weiß ich leider nicht. Immerhin drei Leute schon mal, die sagen, ich weiß es nicht. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil schlimmer wäre, wenn ihr sagen würdet, ich weiß es, und dann wird irgendeine Antwort improvisiert. Das hat mich schon zu Situationen geführt bei Let's Plays. Furchterregend. Nachher ist dann auf YouTube, WB ist doof. Weil er hat auf die Twitch-Leuten nie ausgetestet, keine Ahnung. Ab 70 aufwärts? Nee, viel früher. Wir hatten viel früher schon nicht Angriffspakt, der Biber. Viel früher. Ich wag's mal. Ich versuche erstmal, ob wir eine Quest bekommen. Noch nicht. Achte auf die Zeichen. Ich versuche mal ein Kompliment. Eine Zunge, die so schön Süßholz raspelt, sollte man herausschneiden. Ja, das hat ja jetzt nicht wirklich gut geklappt. Die nimmt Komplimente an, die Bente. Willi ohnehin. Aufhören! Ich sag mal, was ist los? Niemand glaubt mir, wenn ich sage, ihr seid so toll. Doc Franzi, du bist ein junges Genie. Du bist eine Göttin unter den Chatmoderatorinnen. Glaubst du mir? Na, das hast du doch so offen und ehrlich gesagt. Natürlich glaube ich dir. Captain Kieber, du hast die freundlichste... Du bist... Ich bewundere an dir. Du bist ganz toll, Captain Kieber. Glaubst du mir? Natürlich glaube ich dir. Geschafft, bei den beiden habe ich es geschafft. Dann kann eigentlich nichts mehr. Dann schaffe ich es auch mal, Jean Lafortune. Der stolze Vater einer aufstrebenden Nation. Jetzt habe ich einen Lauf, Leute. Ich habe einen Lauf. Ich habe einen Lauf. Mein Dank ist immer aufrichtig. Es hat geklappt. Und jetzt als Dank dafür, dass er uns gedankt hat, deshalb habe ich das ganze Theater nämlich nur gemacht, gehen wir in die Zeitung und polieren sie ein wenig. Das verstimmt ihn eventuell. Nicht sicher, aber eventuell. Aber wir bilden uns jetzt mal ein, wir können es uns leisten. Mal gucken, was passiert. Ein Glückslauf, alles läuft. Werde ich träumen, danke dir fürs Tieren. Auch das kommt noch dazu. Wir haben einen Lauf, Leute, oder zumindest ich. Es läuft sehr gut. Alles fein. Das ist echt ein Lauf jetzt. Alles prima. 300 Zuschauer. Ich hatte gesagt, ab 300 Zuschauern beantworte ich eine Frage, die ich sonst nicht beantworten würde. Her damit. Ganz schnell, bevor es wieder unter 300 ist. Ihr habt jetzt eine Gelegenheit. Es sind genau 300. Bei welchem Spiel, fragt Real Lepri, brauchst du am längsten einen Stream zum Verarbeiten und Runterkommen, und wie lange dauert es? Also, das ist weniger das Spiel, es ist mehr so,
Wenn ich das Gefühl habe, es ist eins, wo ich mich aufgeregt habe. Eins, wo ich so, also zum Runterkommen, wo ich so gefiebert habe und das ganz oft Ziffpartien, also wo so da ganz viele spannende Dinge passiert sind und ganz viele Überraschungen und wo auch eine lebhafte Interaktion war. Also nicht nur, wo ich so für mich geschwätzt habe, sondern wo so ganz viel hin und her und Aufregen und Geschichten und Überraschungen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Da brauche ich lange, um runterzukommen. Dann kann es sein, wenn im Stream, sagen wir mal, dass ich 3 Stunden danach erst im Bettchen liege. Dann, ne? Das kann passieren bei so Spielen. Es gibt auch solche, da ist so. Also ich brauche weniger lange zum Runterschalten bei so Spielen, wo nur ich die ganze Zeit so rede und Sachen rüberbringe und Scherzchen mache oder Dinge erkläre, aber wo so ganz viele so spektakuläre Dinge passieren, wo ich auch selber so, genau wie ihr, aufgeregt wurde. Da brauche ich sehr lange zum Runterschalten. 298, wenn es nochmal 300 sein sollten, nächste Frage. Ach, herrje. So. Das haben wir geschafft. Straße läuft hier auch. Und hier bauen wir noch ein bisschen Kultur rein, Leute. Ein paar Bäumchen. Haben wir hier nicht Kultur im Rad drin? Ja, eine junge Maulbeerfeige. Jetzt bin ich im Blaupausenmodus die ganze Zeit. Ich baue die mal aus. Jetzt bauen wir noch was Kultur daneben. Ein Wassertrog. So. Und wie geht's weiter jetzt? Flachsfarm Lager voll. Das muss nur abtransportiert werden gleich. Wir können schon mal. Haben die denn vor Ort eine Produktion? Stellen die ihre eigenen Gewänder her? Ich hätte ja. Ja. Dann können wir jetzt schon mal ein Schiff beauftragen, um das alles hin und her zu transportieren. Hoppla. Was ist denn das hier? Also, African Trade, die kann man benutzen. Dann hier zwischen Tamburima und ANF Cricket geht es hin und her. Wir laden hier ein Leinsamen oder die fertigen Gewänder. Ne, wir haben drüben schon Industrie gebaut. Wir gehen hier hin und bauen, obwohl die Insel hat so viel Platz. Wir hätten die ganze Industrie hier bauen können. Das macht eigentlich viel mehr Sinn, die Gewänder hier herzustellen, oder? Was meint ihr? Macht das nicht viel mehr Sinn, weil wir haben hier so viel Platz und so wenig Anschlussstellen? Wir können die ganze Industrie hier aufziehen, aber wir brauchen auch eine zweite Stadt da, ne? Was meint ihr? Sollen wir die Gewänder oder den Leinsamen hier herstellen? 309 Zuschauer. Eine Gelegenheit für euch. Wer möchte noch was wissen? Wer möchte noch was wissen? Was würdet ihr machen? Würdet ihr die Gewänder hier herstellen oder nur den Leinsamen? Einmal ausbauen, ausbauen, ausbauen. Da tobte ein Feuer. Hier noch einmal ausbauen. Da. Das war's. Das war alles auf Kneif mich. Lieblingsfarbe Blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Dunkelblau. Meine aller Lieblingsblaufarbe ist, wie heißt nochmal, das ist super coole Blau. Der Künstler, der dieses eine Blau gemacht hat, wo alle ihn für dieses total grelle, was einen umhaut, was einen umbläst, was in Museen ausgestellt wird, dieses Spezialblau, wie heißt das nochmal? Der ist nochmal dieses super Deluxe Blau. Also das Blau der Bläue. Wie heißt nochmal dieser eine Künstler und das Superblau? Wisst ihr, was ich meine? Niemand weiß, was ich meine. Das ist ja erschütternd. Leute, echt nicht. Ihr habt doch. Leute.
Nein, Zellotte, es muss doch irgendjemand sein bei euch, der auf Kunst steht. Es gibt doch diesen einen Künstler, der immer so ein, der so ein ganz abgefahrenes Blau, wo es so eine Spezialbezeichnung für gibt. Das ist ein, ja, nee. Ach komm, wie heißt das nochmal? Also komm, Leute, das muss doch einer wissen. WB Blau. Ich komme gleich rüber, Mike. Leute, ihr seid echt kein... Ich, blau bin ich nur, wenn ich rumtrinke. Ihr seid mir echt keine Hilfe. Wie heißt das eine Blau? Spezialblau. Kommt, vergesst es. Leute, das weiß keiner. Also ich weiß es auch nicht, aber ich kann mich darüber aufregen, wenn da so viele Leute sind, die es nicht wissen. Das eine Blau, wo es in den Museen... Ich war in Holland in einem Museum zum Beispiel. Da war ein Bild, das bestand nur aus diesem Blau. Ist das von Yves Klein? Ja, wie heißt das nochmal? Dann ist es das Ultramarinblau. 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 Danke dir. Wusstest du das oder hast du es aufgelesen gerade im Chat? Ich habe es gerade selbstständig per Internet gefunden. Nein, das zählt mir auch. Das zählt. Ultramarinblau. Finde ich so super cool. Ja. Marcel meinte auch, ja. Ja, ihr habt mich ein bisschen aus dem Konzept gerade gebracht. Was wollt ihr machen? Wollen wir Gewänder oder Leinsamen hier herstellen? Was meint ihr? Gewänder oder Leinsamen? Geländer könnten wir hier auch herstellen, als Alternative. Wisst ihr was, bis wir uns entschieden haben, ich gehe hier einmal hin. Gott, was sollen die ganzen Schiffe hier? Und wir bauen, zumindest für die Versorgung der Leute vor Ort, brauchen wir ja 5 Flachsfarmen. 8. 8 Flachsfarmen. Wir stellen mal 3 schnell hier irgendwo hin und dann gucken wir weiter, ja? Die stellen wir her. Wir haben ja genug Platz noch im Augenblick auf die Rückseite. Wir können auch hier noch Gräben nach links ziehen. Sehr schön, das machen wir. Wir gehen hier hin und ziehen den Graben hier runter. Ja, so ist fein. So ist es gut. Finde ich so toll, wenn er hier runterkommt. Super sieht das aus. Noch was runter. Vier in jede Richtung. Dann ist es ja hier aber wieder verschenkt. Hier runter. Runter. So. Da können wir auch hier, da können wir auch was anderes hinsetzen. Feuerwehr gleich hinsetzen, oder? Das könnten wir machen. 4 in jede Richtung. Ach komm, wir ziehen den hier runter bis zum Ende. Giraffen mit dort links. Mm-hmm.
Oh, Bewässerungskapazität sei schon zu viel, wird uns angezeigt, aber das Wasser ist trotzdem da. Schaut mal. Limit erfüllt, Limit überschritten, aber das Wasser ist doch da. Versteht ihr das? Zu viele Kanäle, das heißt, woanders haben wir jetzt Wasser entfernt und es wurde nicht bei den neuen Kanälen, hier ist das Wasser jetzt weg. Ich dachte, dann könnte man gar keine neuen mehr, dann würden die neuen erst gar nicht versorgt werden, dachte ich. Da hätte ich gedacht, komisch, ne? Nochmal drei weg. Jetzt ist alles okay. Mhm. Interessant. Dann setzen wir hier noch eine Feuerwehr hin. Sicher ist sicher. Da ist sie. Dann können sie mit einer Straße verbinden. Sehr schön. Was ist das hier? Ach, das ist die Lebensschöpferei. Die wollten wir noch abreißen, aber Leben importieren. Das ist ja ein Ding. Weg damit. Das machen wir aber nachher. Oder? Nee, das können wir jetzt machen. Dann ziehen wir hier auf. Dann können wir die nämlich verbinden. Gehen wir hier hin. Eine Wasserpumpe. Und gehen von. Das machen wir nachher. Hier runter. Und hier können wir nachher noch eine Stadt machen, zum Beispiel. Oder hier, mal gucken. Zweiter Stück. Hier wieder hin und dann ziehen wir die hier hin. Als Verlängerungsaktion. Hier geht's los. Mit Absicht mal eine Lücke für Weiden. Für Weiden, weil die nicht komplett gebaut werden müssen da drauf. Das schwarze Wunder. Liebe Grüße an dich und danke. Zweiter Monat abonniert. Was schreibst du? Danke für die tollen Streams, Videos und Tipps. Sehr freundlich. Danke dir. Sehr, sehr lieb. Danke, danke. Hier könnten wir dann so Weiden noch hinsetzen. Hier geht's hoch. Dann machen wir das so. Kommt es von zwei Seiten. Jetzt haben wir die. Guck mal, wie witzig das aussieht. Cool. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Und jetzt mal noch hier noch ein Stück in die Mitte oder weiden und dann hier alles zubauen. Jetzt brauchen wir noch eine Straßenverbindung und hier könnten wir eine Feuerwehr können wir irgendwo hinsetzen. Auf jeden Fall, das hat jetzt eine riesen. Ja, da können wir noch 200 weitere ziehen. Dann setzen wir die erstmal. Die brauchen wir doch dann gar nicht, oder? Brauchen wir hier eine Feuerwehr? Ich glaube nicht. Ich glaube, die lassen wir mal sein. Was soll man hier mit einer Feuerwehr? So, und jetzt setzen wir eine Flachsfarm. Ein Lagerhaus in die Mitte. Hier hin. Verbinden es mit einer Straße und dann gucken wir weiter. Und wohin führt die Straße nach? Da oben irgendwo hin? Irgendwie rüber auf die andere Seite. Wohin denn? Wo soll die rüberführen, die Straße? Hier ein Ableger. Hier ein Ableger. Dann hier rüber. Dann hier hin. Eine Straße, die hier rüber führt. Das heißt, das hier entfernen wir die drei. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann ziehen wir die Straße hier rüber. Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier einmal, zweimal die Straße hier rüber ziehen. Hier hin. Jetzt hier rüber. Da ist die Brücke. Und jetzt können wir hier das
hier voll machen und hier noch zu Ende machen. Jetzt ziehen wir die Straße hier rüber noch schlussendlich. So. Ja, mal wieder ein kleines Stück hier mit Wasser versorgt und so weiter. Zeit gebaut und gebaut und mich nach links und nach rechts geguckt. Das Wichtigste habe ich mir gar nicht angeschaut. Wie schön das Spiel aussieht. Ich finde, ich kann auch immer wieder sagen, das sieht... Es ist ein ästhetischer Genuss. Das ist denen so schön gelungen. Auch fand das auch so nicht nur als visuelles... Nicht nur als visuelles Gesamtkunstwerk, sondern als, ja, sinnliches Gesamtkunstwerk. Auch der Sound. Die Umgebungsgeräusche, wir hatten das eben erstaunt festgestellt, dass wenn man einem Schiff folgt, die Planken knarren hört, Musik ist toll, alles, es ist richtig aus einem Guss. Das ist einfach ein ästhetisches Vergnügen, dieses Spiel zu zocken. Und so gern ich rumpuzzle bei anderen Spielen mit Schwierigkeitsgraden, Gameplay, Micromanagement, tausend Dingen, hier kann man alles erleben. Hier kann man zwischendurch sich verzetteln in Micromanagement, dann irgendwie an Handelsrouten rumtüfteln, drittes Mal dann einfach nur die Atmosphäre genießen, viertes Mal einen Krieg führen, irgendwas. Es sind so viele verschiedene Facetten und Angebote, dass das Spiel einem macht, wie man das Spiel spielen kann. Jeder kann das Spiel ja irgendwie anders erleben, als Aufbauabenteuer, als strategische Herausforderung, als Tüftelei, Werte optimieren oder einfach so, wie wir es machen. Mal so und mal anders. Die Inseln sind ja relativ groß, die sind nicht so klein wie bei früheren Anno-Teilen, bei den ganz frühen, sondern wir haben de facto Platz satt. Solange wir es nicht drauf ankommen, hier irgendwie Millionen von Menschen leben zu lassen, haben wir eigentlich genug Platz. Wir können uns so richtig entfalten hier. Wir können Welten erschaffen, uns drin verlieren. Wir können mal Zahlenschubsen machen, mal Nase in den Wind halten, Ohren aufstellen und lauschen, Soundtrack, Geräusche, Wind plätschern. Es ist echt ein Genuss. Es ist ein total hübsches Spiel, finde ich. Richtig schön gelungen, richtig gut gelungen.